So, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Protecting Cloud Environments in the Age of DevOps. Ich bin Ayrton Boll von der Firma vConnect und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich den Herrn Christian Götz, Director of Pre-Sales DACH von CyberArk, der Sie heute durch das Webinar führen wird. Falls Sie während des Webinars Fragen haben sollten, können Sie die gerne auch stellen. Sie haben in Ihrem GoToWebinar-Panel den Reiter Fragen oder Questions, wenn Sie die englische Version benutzen. Dort können Sie Ihre Fragen einfach eintippen und abschicken. Die sehen wir dann und können die dann dementsprechend im Follow-up im Nachgang des Webinars beantworten. Kriegen Sie dann per Mail. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Stelle. Es finden sich noch ein paar Teilnehmer ein, aber ich denke mal, wir können starten. Herr Götz, ich übergebe einfach mal das Wort an Sie. Viel Spaß. Herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen hier zu diesem Webinar. Ich möchte Ihnen in den nächsten etwa 30 Minuten einige Gedanken rund um die Themen Cloud-Technologien, DevOps näher bringen und insbesondere, wie man in diesen beiden Themengebieten mit privilegierten Benutzerkonten umgeht. Mein Name ist Christian Götz. Ich bin bei CyberArk verantwortlich für das Pre-Sales-Team in der DACH-Region. Und bin jetzt seit 10 Jahren in diesem Bereich Privileged Access Security unterwegs und habe dort in diesem Bereich in den letzten Jahren einiges gesehen und konnte einige Beobachtungen machen. Lassen Sie uns einfach direkt einsteigen, wenn wir über das Thema Cloud sprechen. Einer der Bereiche in der IT, an dem heute eigentlich kein Unternehmen mehr vorbeikommt. Viele Unternehmen haben lange gezögert. Aber meine These ist, dass heute jeder in der Cloud ist. In irgendeiner Form. Sei es, dass die Software, ein Softwareangebot, eine Applikation aus der Cloud konsumieren, dass sie sukzessive ihre Infrastruktur in eine Cloud-Plattform migrieren, dass sie Teile ihrer IT outsourcen, die von einem Dienstleister betrieben werden, der auch auf einer Cloud-Plattform aufsetzt. Und mit dieser Migration, mit dieser Veränderung in der IT-Landschaft gehen natürlich auch die Fragen rund um die IT-Sicherheit einher. Und es stellt sich die Frage, wie man diese Cloud-Umgebungen sicher machen kann. Worüber ich heute nicht sprechen werde, sind irgendwelche Verschlüsselungslösungen, um Daten in der Cloud vor Dritten zu schützen. Irgendwelche CASB-Lösungen, die dafür sorgen, wer darf überhaupt auf eine Cloud-Umgebung zugreifen, welche Applikationen dürfen aus einem Netz heraus überhaupt verwendet werden und welche Daten dürfen in die Cloud oder aus der Cloud transferiert werden. Das soll heute nicht das Thema sein. Mein Fokus wird heute auf den Bereich privilegierte Benutzerkonten sein. Und es gibt letztendlich drei Bereiche, die man hier in diesem Umfeld näher betrachten kann, näher betrachten muss. Der erste Bereich ist Software as a Service. Es geht darum, dass Sie Anwendungen, Applikationen in der Cloud nutzen und dafür administrative Zugänge benötigen. Das bedeutet, innerhalb dieser Applikationen festlegen, welche Benutzer auf die Applikation überhaupt zugreifen dürfen, welche Benutzer mit welchen Rechten, welchen Zugriffsberechtigungen auf diese Anwendung zugreifen. Und diese Anmeldung in einem administrativen Kontext muss abgesichert werden. Sie müssen verhindern, dass beliebige Dritte sich in einem administrativen Kontext an dieser Software-as-a-Service-Lösung anmelden. Und selbiges gilt in Punkt 2 eben identisch auch für die Management-Konsolen. Insbesondere, wenn wir darüber sprechen, dass Sie Infrastruktur in eine Cloud-Umgebung auslagern, dass Sie dort entsprechende Services konsumieren. Auch diese Zugänge, diese administrativen Zugänge in die Cloud-Umgebungen sind abzusichern. Das Ganze hört sich trivial an und manche wird sich fragen, ob das wirklich das größte Problem ist, was man haben kann im Zusammenspiel mit Cloud-Umgebung. Ich muss Ihnen sagen, ja, es ist definitiv eines der größten Probleme, was man haben kann, wenn man sich verschiedene Angriffsszenarien im Moment anschaut, Meldungen über Einbrüche in Cloud-Umgebungen. Dann sind die Management-Konsolen immer wieder ganz, ganz vorne dabei. Ich behaupte mal, mit 99% plus sind das die Einstiege in die entsprechenden Umgebungen von Kunden. Hinzu kommt, wenn ich über die Absicherung von Cloud-Umgebungen spreche, eben auch der Schutz der Infrastrukturkomponenten, der Instanzen.
die ich in der Cloud betreibe. Und diese sind letztendlich genauso zu schützen wie in einem On-Premise-Szenario. Das heißt, wenn ich diese Instanzen in einem Rechenzentrum betreibe. Auch hier muss ich mir über bestimmte Aspekte Gedanken machen. Die Härtung, die Absicherung der Betriebssysteme, die Zugriffssteuerung auf die Systeme, wie schütze ich die Zugriffe von außen auf Applikationen etc. In diesem Zusammenhang spricht man auch immer wieder von der sogenannten Shared Responsibility, einem Begriff, den Amazon maßgeblich geprägt hat. Und dahinter verbirgt sich letztendlich, dass der Cloud-Provider, der Anbieter dieser Dienste dafür sorgen kann und sorgen muss, dass seine Infrastruktur, der physikalische Zugang, die Absicherung der Systeme, der Netze gegeneinander, der Schutz der Daten, die Abgrenzung unter Mandanten, dass das alles funktioniert, dass diese Funktionalitäten gegeben sind, also die Sicherheit der Cloud-Lösung selbst. Oder im zweiten Fall geht es darum, dass sich die Kunden, die einen solchen Cloud-Service nutzen, auch Gedanken darüber machen, wie sie ihre Instanzen, die sie in der Cloud betreiben, entsprechend absichern und einfach dafür sorgen, dass Dritte diese Dienste nicht missbrauchen können. Und genau das ist in der Vergangenheit immer wieder passiert und passiert auch aktuell noch, dass diese Zugänge zu den Cloud-Umgebungen missbräuchlich genutzt wurden und somit ein Schaden für die Kunden entstanden ist. Nach außen hört sich das Ganze an nach einem Breach in der Cloud-Lösung selbst. Wenn man aber genauer hinschaut, stellt man fest, dass es maßgeblich die, nennt es einfach mal salopp, Schlamperei einiger ist, die dazu führt, dass auf diese Cloud-Ressourcen zugegriffen werden kann. Wenn wir uns das Thema Cloud generell anschauen, dann muss man hier sicher noch mal etwas differenzieren. Die meisten Unternehmen befinden sich heute in einem Hybrid-Modus, das heißt Teile der IT-Infrastruktur, der Anwendungen werden in einer Cloud-Umgebung gehostet, betrieben. Einige größere Unternehmen haben sich dem Thema Private Cloud verschrieben und setzen darauf, entsprechende Lösungen intern zu positionieren und nutzbar zu machen. Aber es gibt auch zunehmend Unternehmen, die sich rein über öffentlich angebotene Cloud-Services Gedanken machen, in der Public Cloud, und diese dort entsprechend nutzen. Und hier kommt natürlich auch wieder letztendlich zum Tragen, dass die administrativen Zugänge hier zu sichern sind. Über welche administrativen Zugänge spreche ich? Welche privilegierten Konten gibt es? Es sind natürlich, wenn wir über die Management-Konsolen sprechen, ganz klar die Accounts, die dafür verwendet werden. Welche Möglichkeiten habe ich? Es geht darum, diese Management-Accounts an einer zentralen Stelle sicher abzuspeichern, Benutzername, Passwort, Key, je nachdem, was erforderlich ist für die Anmeldung, dass man diese Credentials einer regelmäßigen Rotation unterzieht, dass man dafür sorgt, dass der Zugriff auf diese Credentials nur nach bestimmten Regeln vor sich gehen kann, indem ich nicht zum Beispiel als Anwender, als IT-Administrator zuvor stark authentifiziere und aus einem entsprechenden Credential Store diese Anmeldeinformationen nehmen kann. Im Zweifel werde ich diese Anmeldeinformationen gar nicht in die Hände bekommen oder zu sehen bekommen, sondern ich werde transparent mit der Management-Oberfläche verbunden. Ein anderes Thema sind die Instanzen selbst. Dort gelten dieselben Regeln wie für einen On-Premise-IT-Betrieb. Ich muss mir über eingebaute administrative Accounts in den entsprechenden Systemen Gedanken machen, muss diese schützen, eben auch in einem solchen Credential Store, muss mit Default-Passworten umgehen, muss dafür sorgen, dass auch diese regelmäßig rotiert werden. Eine regelmäßige Rotation bedeutet auch, dass ich Kontrolle über diese Credentials habe. Und last but not least haben wir die API-Keys. Eine besonders schlagkräftige Waffe, wenn diese API-Keys in die falschen Hände kommen. Warum? Letztendlich versuche ich aus Anwendungen heraus, aus Prozessen im Bereich der Automatisierung, im Bereich von Anwendung, Anwendungsentwicklung auf Cloud-Umgebungen zuzugreifen. Und oftmals befinden sich dort in Konfigurationsdateien, im Code diese API-Keys und sind für Dritte sehr einfach zu finden. Ein Schlagwort für die Entwickler unter Ihnen wäre GitHub als Repository. Es gibt mittlerweile Mechanismen, die dafür sorgen, dass diese API-Keys nicht einfach exponiert werden und für jeden verfügbar sind.
Aber genau diese Unzulänglichkeiten, diese Unachtsamkeiten, dass diese Anmeldeinformationen in Form von Konfigurationsdaten oder vielleicht sogar von Code für Dritte verfügbar sind, hat dazu geführt und führt immer wieder dazu, dass Cloud-Umgebungen kompromittiert werden und missbräuchlich genutzt werden. Hier mal ein einfaches Beispiel. Wir haben bei CyberArk ein sogenanntes Red Team, das letztendlich Pentests durchführt bei Kunden, das aber nicht nur auf Schwachstellen hinweist, sondern diese Schwachstellen auch ausnutzt, um zu zeigen, wie weit kann man gehen, welche Möglichkeiten hat man, Missbrauch von IT-Systemen durchzuführen. Das Red Team stoppt letztendlich da, wo wirklich Schaden entstehen würde. Ein Black Team, oder wie man es auch immer nennen möchte, würde wahrscheinlich den nächsten Schritt auch noch gehen. Und dieses Red Team hat letztendlich im Auftrag eines Kunden überprüft, inwieweit Zugänge zu Systemen über privilegierte Accounts möglich sind. Man hat auf einem IT-Laptop ganz klassisch, ganz banal Anmeldeinformationen gefunden, die nicht gesichert gespeichert wurden. Diese konnten missbraucht werden, um sich über eine Management-Konsole bei einem Cloud-Provider anzumelden. Und das Red Team hat es nachfolgend geschafft, die komplette Infrastruktur in der Cloud des Kunden zu klonen und in einen anderen Account zu kopieren. Jetzt kann man sich sehr schnell vorstellen, was das für eine Bedeutung hat und wie kritisch das Ganze ist. Wenn ich letztendlich die Daten und Systeme komplett wegkopiere, wenn ich jetzt mit diesen kopierten Instanzen alles tun kann, was ich möchte, wenn ich die entsprechenden Tools anwenden kann, wenn ich alle Zeit der Welt habe, um mir über die Inhalte in diesen Systemen ein besseres Bild zu verschaffen, dann ist das natürlich aus IT-Sicherheitssicht gesehen eine Katastrophe. Diese Cloud-Zugänge sind in der Tat etwas, was immer wieder zum Thema wird. Und so trivial sich das Ganze anhört, sie werden Stand heute in vielen Fällen nicht ausreichend gesichert. Lassen Sie uns das Thema DevOps mit einweben in die Gedanken. Und vielleicht mal vorab, DevOps, ein Kunstwort aus Development und Operations. Die Idee dahinter, wie bekomme ich Entwicklungsprozesse beschleunigt, wie bekomme ich entwickelte Software, neue Module möglichst schnell in den Betrieb, weg vom alten Wasserfallmodell, weg von langen Laufzeiten, von teilweise Monaten für ein Deployment hinzu. Ich bin in der Lage, im laufenden Betrieb einer Anwendung vielleicht nur einzelne Module und Funktionen auszutauschen und das Ganze dadurch extrem zu beschleunigen. Ein weiterer Aspekt in der DevOps-Idee ist, dass zunächst mal alles Code ist. Weg von interaktiven, manuellen Operationen hin zur Automatisierung. Alles, was sich in irgendeiner Form automatisieren lässt, soll automatisiert sein. Anders wäre auch dieser Anspruch an, wir sind in der Lage, sehr schnell, sehr viel IT-Ressourcen bereitzustellen, gar nicht zu bewältigen. Und an dieser Stelle ist eben auch zu sagen, nochmal ganz deutlich, obwohl wir hier DevOps und Cloud in dieser Präsentation in einem Atemzug nennen, es ist ganz klar, dass DevOps an sich erstmal nichts mit Cloud zu tun hat und die Cloud nicht zwangsläufig DevOps ist. Wenn man aber die Möglichkeiten, die Schlagkraft, die Effizienz der DevOps-Philosophie umsetzen möchte, wenn man von den ganzen Vorteilen profitieren möchte, von dieser Agilität, von dieser Skalierbarkeit, wird man schlicht und ergreifend um Cloud-Technologien nicht herumkommen. Beides zusammen ergibt letztendlich ein extrem wirkungsvolles Paket, das es Ihnen erlaubt, IT-Ressourcen in kürzer Zeit in beliebiger Fülle bereitzustellen. Wenn Sie eines dieser Logos hier sehen, in dieser sogenannten CI/CD-Pipeline, dann sind Sie schon irgendwie in diesem Thema DevOps mit drin. Vielleicht auch hier nochmal, DevOps selbst ist nicht nur, dass ich irgendwelche Tools nutze. Es geht nicht darum, dass ich bestimmte Software-Tools verwende, um Konfigurationen von Maschinen zu erstellen oder zu entwickeln. Das ist eine Methodologie. Aber wir sehen zunehmend, dass sich zumindest einzelne dieser Lösungen, die hier aufgelistet sind, und diese Liste ist bei weitem nicht vollständig,
Sie können die Zahl der Lösungen, die hier im Einsatz sind, locker verdreifachen oder vervierfachen. Und wir werden immer noch nicht alle Lösungen hier genannt haben. Das sind also nur Beispiele. Das Entscheidende dabei ist, dass für die Funktionalität dieser Lösungen letztendlich auch im Hintergrund Dinge authentifiziert werden müssen. Das heißt Zugriffe auf Instanzen, Zugriffe auf Prozesse, auf Applikationen. Und diese Zugriffe müssen in irgendeiner Form authentisiert werden. Jetzt bekommt das Ganze natürlich eine andere Dimension, wenn wir davon sprechen, dass plötzlich alles automatisiert ist. Everything is code. Und in diesem Zusammenspiel stellen sich neue Herausforderungen. Wie sorge ich dafür, dass die Lösungen an sich, für sich selbst, aber auch in der Interaktion mit anderen Lösungen letztendlich diesen Ansprüchen gerecht werden? Hier mal ein ganz kleiner Ausschnitt an Lösungen, um Ihnen mal zu zeigen. Die meisten Lösungen, nahezu alle, bieten in irgendeiner Form eine Funktionalität zum Access Management aus dem Tool, aus der Lösung selbst heraus. Sei es jetzt die Secrets bei Docker, sei es jetzt in Ansible der Vault oder sei es jetzt in OpenShift, seien es da die Secrets. Das heißt, jede Lösung selber sorgt irgendwie dafür, dass Anmeldeinformationen, sogenannte Secrets, Credentials, verwaltet werden können, dass es eine Berechtigungssteuerung, eine Zugriffssteuerung gibt. Was aber fehlt in diesem ganzen Konzert von Tools, ist letztendlich eine übergreifende Lösung, die dafür sorgt, dass auch wenn eine Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen stattfindet, hier eine starke Authentisierung eines Prozesses, einer Anwendung etc. stattfinden kann. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, warum soll ich mir Gedanken machen, mein Tool liefert doch alles, was ich brauche. Wenn man das Ganze etwas globaler und von oben betrachtet, ist die Frage, ob das ein guter Ansatz ist, wie generell in der IT-Sicherheit sich die Frage stellt, ob IT in Silos, also in kleinen, abgeschotteten Bereichen, wirklich das Perfekte ist oder ob man nicht zwangsläufig Lösungen schaffen muss, die etwas übergreifender arbeiten und die letztendlich dafür sorgen, dass alle Aspekte in diesem Umfeld betrachtet werden. Was kann ich tun, wenn ich über die Absicherung der DevOps-Pipeline spreche? Es geht zunächst mal darum, dass Applikationen, die miteinander kommunizieren, die erforderlichen Credentials auf einem sicheren Wege bekommen, dass ich in der Lage bin, diese Credentials und Secrets automatisch zu rotieren, was natürlich Abhängigkeiten erzeugt. Ich spreche zum Beispiel von einer Datenbank. Eine Applikation greift auf eine Datenbank zu. Die Anmeldung dafür erfordert Credentials. Wenn ich in der Datenbank die Credentials drehe, wenn ich sie verändere, wenn ich sie auf einen neuen Wert setze, muss ich natürlich dafür sorgen, dass auch die Applikation diese Änderung mitbekommt. Sowas lässt sich technisch lösen. Wie gehe ich damit um, wenn ich auf meine DevOps- und Cloud-Infrastruktur selbst zugreife? Dasselbe, was für die Cloud-Management-Konsolen gilt, gilt natürlich analog auch für CI/CD-Tools, die eine Management-Oberfläche haben oder über Kommandozeile entsprechend gesteuert werden. Wie sorge ich dafür, dass Dritte diese Konfigurationsmöglichkeiten nicht missbrauchen, sich mehr Rechte geben, als sie eigentlich haben dürfen? Letztendlich geht es auch darum, in die einzelnen Tools sich zu integrieren. Das heißt, die eingebauten Funktionalitäten für das Access Management dahingehend zu erweitern, eine globale Lösung zu verwenden. Das sind genau Bereiche, in denen wir von CyberArk aus sehr aktiv sind, wo wir daran arbeiten, eine technische Lösung für genau diese Fragestellungen zu liefern. Entschuldigung, ich springe nochmal eins zurück. Was hier auch zum Tragen kommt, Sie sehen auch hier wieder diverse Logos von Tools in diesem Infinity-Zeichen, ja, dieser unendliche Kreislauf von ich entwickle, ich stelle bereit. Diese Tools spielen zusammen und Sie sehen links unten an dieser Stelle letztendlich auch wieder die Verknüpfung hin zu den Cloud-Technologien. Warum brauche ich die? Warum habe ich die? Wenn es darum geht, dass ich zum Beispiel für eine Applikation, nehmen wir einfach mal eine beliebige Web-Applikation, die ein Unternehmen bereitstellt, sehr schnell mehr Ressourcen zur Verfügung stellen möchte. Ich weiß zum Beispiel, dass die Marketingabteilung
heute Abend um 19.50 Uhr zur Prime Time das erste Mal einen neuen Werbespot ausstrahlen wird. Und ich rechne damit, dass im Nachgang die Zugriffe auf die Webpräsenz sich um ein Vielfaches erhöhen werden. Dann muss ich skalierbar sein. Dann muss ich in der Lage sein, auf die Schnelle oder zu diesem Zeitpunkt diese Ressourcen bereitzustellen. Es geht um Skalierbarkeit. Und diese Skalierbarkeit, diese Möglichkeiten, IT-Ressourcen sehr schnell zu verdoppeln oder in noch höheren Faktoren bereitzustellen, das ist eben genau das, was die Cloud-Umgebungen liefern. Und im Zusammenspiel hier mit der CI/CD-Pipeline gewinnt das Ganze nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ein einfaches Beispiel zum Ende noch. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel rausgepickt, Puppet. Letztendlich eine Lösung, die es mir erlaubt, Maschinenkonfigurationen zu definieren, abzulegen und aus diesen Profilen heraus sehr einfach und sehr schnell Maschinen zu generieren, die immer wieder nach dem gleichen Schema installiert sind, die immer wieder dieselben Inhalte haben, dieselben Pakete installiert haben, die ich auch parallel in einer Vielzahl sofort bereitstellen kann, on demand. Und letztendlich benötige ich für den Zugriff auf die Hosting-Plattform, dort wo ich diese Instanzen laufen lasse, Zugang. Dieser Zugang erfordert in der Regel eine Anmeldung, eine Authentifizierung. Und diese Anmeldeinformationen, die kann ich aus einem zentralen Credential Store holen. Das heißt, ich bediene zunächst mal das Tool selbst, versetze es in die Lage, auf diese Plattform zuzugreifen. Dann werden eine bestimmte Anzahl von Maschinen provisioniert, laufen die üblichen Tasks ab, die Konfigurationen werden erzeugt und umgesetzt, die Maschinen werden zum Beispiel mit weiteren privilegierten Benutzern versehen, die für den entsprechenden Einsatzzweck erforderlich sind. Und diese neu erzeugten privilegierten User, die ich auf dem System letztendlich anlege, wie aber auch die eingebauten privilegierten Benutzer, deren Credentials müssen geschützt werden. Und nachdem wir von Automatisierung sprechen, liegt nichts näher, als das Ganze quasi zu einem Paket zu bundeln und zu sagen, sobald die Konfiguration einen bestimmten Stand erreicht hat auf dieser Maschine, kann ich parallel über eine entsprechende API dafür sorgen, dass diese neu erzeugten privilegierten Accounts beziehungsweise die Credentials dafür automatisiert in diesen Credential Store wandern. Umgekehrt kann ich dann auch dafür sorgen, dass diese neu provisionierten Server, sobald sie Zugriff auf Credentials brauchen, um mit Drittsystemen Verbindungen herzustellen, diese Credentials über gesicherte Wege automatisch bekommen. Und so letztendlich der Kreislauf, wo werden Anmeldeinformationen benötigt, wo werden sie bezogen, eindeutig ist und man ein klares Bild hat, man nachweisen kann, wann welcher Prozess auf welches Ziel zugegriffen hat und kann letztendlich hier dafür sorgen, dass Klarheit entsteht. Vielleicht noch einige Empfehlungen zum Ende. Letztendlich, egal ob wir über Cloud oder auch DevOps sprechen, geht es darum, die gleichen Prinzipien und Maßstäbe anzusetzen, wie wir sie seither in der IT-Sicherheit für On-Premise-Lösungen auch kennen und haben. Das heißt, sich darum Gedanken zu machen, wie privilegierte Zugriffe abzusichern sind und hier insbesondere die erforderlichen Credentials und Secrets. Egal, ob es hier um Passwörter geht, ob es um SSH-Keys geht, ob es um API-Keys geht, alles, was für eine Anmeldung an einem Zielsystem in einem privilegierten Kontext taugt, muss geschützt werden. Das Zweite ist, dass man diese Aufgabe am besten bewältigen kann, wenn man eine integrierte Lösung hat, die sich A in die CI/CD-Pipeline integriert, die sich B in die Systeme integriert und die sich C eben in Summe allen Aspekten dieses Themenkreises widmet und ihnen die Möglichkeit gibt, aus einer Lösung heraus dafür zu sorgen, dass Richtlinien, Policies zentral vorgegeben werden können, zentral überwacht werden können und eine entsprechende Nachvollziehbarkeit hier entsteht.
das ist letztendlich dann auch der dritte Punkt, dass ich trotz dieser Geschwindigkeit, trotz dieser Agilität, trotz dieser ganzen Automatisierung, wo ich eben nicht mehr an einer Tastatur sitze und irgendwelche Keyboard-Eingaben mitschneiden kann, sondern wo ich millionenfach im Hintergrund automatisiert Operationen durchführe, trotzdem den Überblick behalte, ein Monitoring etablieren kann und das Ganze eben über meine komplette IT-Landschaft. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen möchten, stehen wir natürlich von CyberArk jederzeit gerne bereit. Und ich kann Sie nur ermuntern, dieses Thema Privileged Account Security, Privileged Access Security zu einem Thema zu machen, sich darüber Gedanken zu machen, wie Sie es angehen wollen. Und wir sind gerne bereit, Ihnen hierzu mehr Informationen zu liefern. Wenn Sie jetzt im Nachgang zu dieser Präsentation Fragen haben, können Sie die gerne über das Fensterchen Questions oder Fragen stellen. Wir werden diese Fragen zentral sammeln und Sie werden in den nächsten Tagen detaillierte Antworten auf Ihre Fragen von uns bekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Nachmittag und viel Erfolg.